Hallo YouTube und jetzt willkommen zurück zu einem neuen Gameplay Commentary auf meinem Kanal. Ja, von eurem Maxo mal wieder. Ihr seht mich diese Woche auch mal wieder. Ihr habt bestimmt gemerkt, ich habe diese Woche ein bisschen wenig hochgeladen, beziehungsweise weniger als sonst. Das heißt eigentlich gar nichts. Das lag ganz einfach daran, dass nachdem nun mein Internet nach 2 Monaten endlich wieder heil ist, ich endlich wieder spielen kann, ich mich natürlich an mein PC gesetzt habe, voller Vorfreude und mir fast ein, ja, ihr wisst schon. Auf jeden Fall ist mir mittendrin eingefallen, ja, die Maus ist kaputt. Ja, jetzt habt ihr das, meine Maus ist kaputt, sehr wahrscheinlich Kabelbruch oben im Vorderstück, also da wo die Maus, halt das Kabel in die Maus reingeht. Ich werde die jetzt zurücksenden, werde wahrscheinlich nächste Woche Montag meine neue Maus bekommen. Das heißt, ich kann im Moment nur Xbox spielen und auf PC aufnehmen, beziehungsweise Commentaries machen, weil da muss ich meine Maus ja nicht benutzen wirklich. Deswegen an euch, wenn ihr von mir Videos noch sehen wollt, beziehungsweise Commentaries, müsst ihr mir Gameplay senden. Ich hatte schon mal, da haben mir Leute Gameplays gesendet, von daher, ich nehme wirklich wieder alles an. Ich nehme natürlich auch Xbox, PS3 an, ist gar kein Problem, sehe ich auch gerne auf meinem Kanal. Spiele, die ihr mir schicken könnt, sind alle Call of Duty Teile. Also scheißegal welches, wo ich sehr drüber mich freuen würde, wäre mal ein Call of Duty 5 Video. Aber ich nehme wirklich alles. Ich nehme auch Call of Duty 1 und 2, 3, kenne ich nicht, aber gibt es glaube ich auch keine Server. Wenn ihr Black Ops oder MW3 auf dem PC habt, die ihr mir senden wollt, dann sagt mir einfach Bescheid, dann werde ich einfach bei euch in Speicher gucken. Das ist nämlich für euch einfacher, ihr müsst es nicht rendern und nicht hochladen. Und für mich ist es einfacher, weil ich es nicht runterladen muss. Dann kann ich es einfach bei euch aufnehmen, fertig. Alle anderen Sachen müsst ihr leider aufnehmen, einfach bei YouTube, nicht gelistet, mir einfach eine PN schreiben. Moin Steffen oder Moin Maxro, hier ist ein Video, guck's dir an, am besten Score, Map, Spiel und Score, Map, Spiel. Ja, das war's eigentlich. Mehr brauche ich dazu gar nicht. Klar, dann schreibt einfach nochmal, also so Videos, die Dauercamps sind, sowas möchte ich nicht. Wenn ihr defensiv gespielt habt, gar kein Problem, aber bei MW3 muss man defensiv spielen, aber sonst halt so Dauercampe möchte ich nicht haben. Alles andere nehme ich gerne an. Dann werde ich nämlich auch Videos wieder machen können. Und ja, im Hintergrund seht ihr auch, welches noch nicht angesprochen, Black Ops. Ja, warum Black Ops? Ich hatte einfach im Moment keine Gameplays, da ich nicht spielen kann. Und da hat der liebe Banks mir gesagt, ja, hier, ich habe noch ein Gameplay über. Und hat es mir gegeben. Ich finde es eigentlich relativ geil, auch wenn es Black Ops ist. Auch wenn ich Black Ops immer gehasst habe. Nur in Zeiten, wo MW3 scheiße ist und man wieder merkt, dass alle anderen Spiele, also wirklich, MW1, MW2, Black Ops, die Spiele werden alle wieder proppenvoll. Das heißt, MW3 ist wohl so scheiße, dass es keiner mehr spielt. Weil ich spiele es nicht mehr. Ich spiele wieder MW2, MW1, ja, Black Ops fange ich vielleicht wieder an. Ich merke, dass die Server alle wieder voller werden und die Lobbys, weil keiner mehr MW3 spielt. Ich nehme natürlich trotzdem gerne MW3 Gameplays, aber ja, ich spiele es halt selbst nicht mehr, weil mich selbst einfach viel zu dolle anpisst und ich mir da einfach keine Lust mehr drauf habe. Wie gesagt, Nuketown, ziemlich viel Shopper-Gunner-Gebäsche. Wenn er nicht im Shopper sitzt, spielt er mit der AK-47 mit Double Max. Das gibt es ja nur bei Black Ops. Finde ich eine geile Sache, man hat doppelt so viel Munition, lädt jedes zweite Magazin schneller nach. Und dazu hat er noch Flinkheit, Hardline und Ninja. Ja, das müsste es sein. Und die Zweitwaffe sieht man nicht, ist ja auch nur eine Pistole. Also was anderes geht ja gar nicht, oder ein Werfer. Ja, hier sitzt er gerade im Chopper Gunner, räumt ein bisschen auf, macht die ganze Zeit Doppel, Triple, aber das ist auf Nuketown auch wirklich nicht schwer. Also, auf Nuketown einen guten Score kriegen ist nicht schwer. Sobald man im Gewinnerteam ist und einmal den Chopper Gunner von irgendwen draußen ist, dann ist das Spiel eigentlich mit schon einer 10er KD schon gewonnen. Vor allem auf den 18 Server und dann Sprengkommando, da ist eh bis 300 Kills alles offen. Ja, mehr wollte ich mit dem Video gar nicht ausdrücken. Ich wollte euch einfach nur sagen, meine Maus ist im Arsch, schickt mir Videos und dann werde ich auch wieder Commentaries mit Sinn machen, beziehungsweise mit einem Thema. Ein paar Themen habe ich noch. Wenn ihr meinen Facebook-Post gesehen habt, also für alle Leute, ich natürlich habe auch Facebook, auch wenn es erst 11 Leute geliked haben, dort habe ich angefragt, ob irgendjemand Themen hat. Also, normale Themen habe ich auch wohl, aber es gibt bestimmt Leute, die denken sich, boah, das Thema ist so geil, aber ich kann selbst nicht drüber reden, beziehungsweise ich will es nicht, weil ich zum Beispiel nicht im Internet so gut reden kann vor anderen Leuten oder schüchtern bin oder was weiß ich. Das heißt, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne drüber geredet haben möchtet, dann liked mich auf Facebook und schreibt einfach mal euer Thema dahin, dann werde ich das mal bearbeiten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und zeigt es euren ganzen Kollegen und Freunden. Auf jeden Fall, ich bin raus. Jupp, ciao, euer Maxo.